Also ich fange halt mit der Hausmeisterrunde an. Das heißt, ich muss so ein bisschen Automaten auffüllen, Kaffeemaschine sauber machen und so Kleinigkeiten, die halt jeden Tag gemacht werden müssen. Und dann gehe ich so an die Rezeption und mache dann, lege zum Beispiel Buchungen an und lege Verträge ab und schicke Vertragsbestätigungen oder check auch mal Leute ein, genau. Ich glaube, die Abwechslung, also dass man halt mal ein paar Stunden am Computer sitzt, aber dann auch wieder aufsteht und irgendwas Praktisches machen muss und Sachen hin und her räumen muss. Und dadurch wird es halt nicht langweilig und man schläft nicht ein. Und dann halt noch mit den verschiedenen Gästen ist auch immer ganz spannend, was da für Leute auf einen zukommen. Ja, es macht sehr viel Spaß. Ich glaube, nerven an meinem Job am meisten tatsächlich unfreundliche Gäste, glaube ich. Oder allgemein so Gäste, die halt ja, sich einfach nicht ganz so an Regeln halten oder ein bisschen anstrengender sind. Und dann, das kann schon sehr nerven. Ich glaube, der Vorteil, dass ich den Bundesfreiwilligendienst der Jugendherberge mache, ist vor allem die Verpflegung. Dass ich halt dreimal am Tag Essen kriege, wenn ich arbeite und dass ich hier halt auch kostenlos wohnen kann. Also im Personalgebäude nebenan, was halt in einer Stadt wie München oder im Umkreis von München mit 18 sehr, sehr gut ist. Und das gibt halt einfach die Möglichkeit, in eine andere Stadt zu ziehen, ohne sich um sowas quasi Gedanken machen zu müssen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist zum einen das Buchungsprogramm, weil man das halt vorher nicht irgendwo mal lernen konnte, damit umzugehen, sondern man das halt ganz hier von vorne lernen muss. Und das ist schon manchmal ein bisschen komplizierter. Und die Gästekommunikation, also das richtige Mittelmaß zwischen, man muss die Regeln schon irgendwie kommunizieren, aber halt auch freundlich bleiben und auch mal ein Auge zudrücken können und da das so abschätzen zu können, das muss man auch wirklich erstmal lernen. Ja. Meine schlimmste Panne war, dass ich mein Glas Wasser über die komplette Dokumentenablage einmal ausgeschüttet habe. Da mussten erstmal alle Zettel wieder getrocknet werden. Also ich glaube, zum Thema Nachhaltigkeit, was da zum Beispiel auch täglich bei meinem Job ist, ist, ich mache eine Müllrunde und sammle halt den Müll ein, der auf dem Gelände halt sich so ein bisschen ansammelt. Und dann mache ich auch so kleinere Projekte. Also zum Beispiel arbeite ich gerade daran, an einer Schmetterlingswiese, dass wir hier eine bekommen. Genau, und da plane ich ein bisschen in der Hoffnung, dass das dann im nächsten Frühjahr umgesetzt werden kann. Ich glaube, das schönste Erlebnis mit einem Gast war, da hatten wir eine Gruppe von behinderten Gästen hier. Und da hat sich einer am Ende noch mal extra nur bei mir verabschieden wollen. Weil, also der kam halt jeden Tag an die Rezeption und wollte ein Eis kaufen. Und da hat er sich am Ende noch mal extra nur bei mir verabschiedet. Und ihm war das ganz, ganz wichtig. Das fand ich sehr süß, ja. Ich weiß nicht, ob das die blödeste Frage ist, aber auf jeden Fall die nervigste. Können Sie Geld wechseln? Weil die Kinder kriegen meistens von den Eltern einen Schein mit und dann für die Automaten wollen sie Kleingeld haben. Und man wechselt sehr viel Kleingeld. Also beim DJH zu arbeiten hat halt den Vorteil, dass es halt nicht so eine anonyme Firma ist, sondern man hat halt so wirklich das Gefühl, dass man willkommen ist und dann, weiß ich nicht, es ist so jeder nett zueinander. Und weil die meisten Gruppen, die ja auch kommen, die sind ja hier, um Gemeinschaft zu erleben und so weiter. Und das merkt man dann halt auch auf der Arbeit und das ist echt schön. Ich glaube, in meinem Job muss man unbedingt können, flexibel zu sein, weil, weiß nicht, man steht an der Rezeption und dann kommt ein Gast und fragt irgendwas, das kann alles sein. Und dann muss man das halt innerhalb von einer Minute oder so irgendwie versuchen zu lösen. Und da muss man halt entweder wissen, wo man die Lösung herkriegt oder sich selber schnell was ausdenken. Und ich glaube, das muss man wirklich können, ja. Ich glaube, ein No-Go ist schlecht gelaunt zur Arbeit kommen. Weil das merkt das Team und das merken die Gäste und dann kommt, ist das ganz. Also ich glaube, das kann man. Klar, jeder hat mal einen schlechten Tag und so, aber ich glaube, das muss man irgendwie versuchen zu überspielen oder so. Oder sich da vielleicht auch mal 5 Minuten dann zu nehmen und kurz sich zu entspannen und dann zu sagen, okay, ich werde jetzt arbeiten und der schlechte Tag kann woanders weitergehen, aber jetzt nicht auf der Arbeit, weil dann macht das auch alles viel, viel mehr Spaß. Die meisten Leute
wissen gar nicht, was das ist, wenn ich denen das erzähle. Oder sind so, das kann man machen, das gibt es. Und sind dann meistens super neugierig, was ich eigentlich den ganzen Tag mache, weil die sich das nicht vorstellen können, was es überhaupt für Jobs in der Jugendherberge gibt. Im Job über Menschen gelernt habe ich, dass sie alle unterschiedlich sind. Und dass nur wenn man denkt, oh, da kommt jetzt eine Realschule und man hat Realschulklischees im Kopf, das heißt, hat gar nichts zu behaupten. Und man sollte sich wirklich von gar keinen Klischees irgendwie beeinflussen lassen, weil am Ende steht dann doch ein ganz anderer Mensch vor einem. Und man lernt dann ganz viel Neues über den Menschen und lernt auch immer wieder, dass die eigenen Klischees, die man hat, nicht stimmen und dass man sich davon wirklich nicht leiten lassen sollte. Ich bin Esther und ich bin Teil der Jugendherbergen.